okumu veriyordu? Herr Komissarov, 37 Jahre alt, verheiratet, eine 12-jährige Tochter. Ich arbeite in St. Petersburg als Pressesonderbeauftragter der Polizei. Januar 1996 wurde ich nach Grozny abkommandiert, in die Pressestelle der provisorischen russischen Verwaltung für Inneres in Tschetschenien. Vor der Abreise fragte ich meinen Vorgesetzten, ob ich dort eine kugelsichere Weste brauche oder eine Maschinenpistole. Nimm Spielkarten mit, antwortete er. In Grozny ist alles ruhig. Es ist der 22. Januar. Die Ruinen der Innenstadt. Igor Komissarov hat seine Videokamera dabei. Er will diese ungewöhnliche Dienstreise dokumentieren. Die ersten Bilder auf einem Panzerwagen der Sondereinsatzkräfte. 52 Tage liegen vor ihm, darunter 6 Tage im März, die er nie vergessen wird. Dieser Film ist sein Blick auf ein Land und einen Krieg. Persönlich, einseitig, parteiisch. Nur ein Ausschnitt der ganzen Wahrheit. Das Videoprotokoll eines Augenzeugen. Wir haben ihn erst vor kurzem kennengelernt, in St. Petersburg, 2200 Kilometer von der Hölle entfernt. Dort zeigt er uns diese Bilder. Seit er zurück ist, sagt er, muss er sie immer wieder betrachten, wie unter Zwang, zu Hause und allein. 8 Videokassetten hat er uns überlassen. 22 Stunden VHS-Material, voller technischer Mängel, aber beklemmend authentisch. Das Sterben der Freunde und die grausamen Übergriffe der eigenen Seite. Besser den Albtraum zu zeigen, sagt er, besser nicht zu vergessen. Grozny durch das Auge des Igor Komissarov. Und im Kopf immer dieses eine Lied, sein Lied in Tschetschenien. Der Krieg ist halt ein Krieg. Denk doch an mich, mein Mädchen. Im Krieg, da weiß man nie, wer tötet wen, sie uns oder wir sie. Die Marktstände vor dem Stützpunkt der provisorischen russischen Verwaltung. Brot und Wodka. Die Sondertruppen versorgen sich hier. Polizisten, ausgebildet für den Einsatz gegen Terroristen, zusammengezogen in Grozny, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Sie werden bleiben und kämpfen, auch wenn der letzte Soldat längst abgezogen ist, wenn offiziell Frieden ist. Dieser Platz, diese Häuser, für 52 Tage ein armseliges Stück Sicherheit in der Stacheldraht- und Sandsäcken. Da sind Verletzte. Die Büchse ist durchgegangen. Nicht zu sehen. Die Stände verdecken alles. Passt auf die Dächer auf. 4. März, 6.30 Uhr. Da war diese Explosion. Schlagartig bin ich wach. Der Checkpoint. Die Jungs gehen in Stellung. In Verteidigungsposition. Was ist passiert? Ein Überfall? Wie viel Gegner? Wo sitzen die Heckenschützen? Zwei von uns rennen los. Ins Haus rein. Die Gegner aufspüren. Sonst kommen wir hier nicht lebend raus. Einer unserer Wagen rast los. Ich mit der Kamera hinterher. Mein Assistent Sergei dreht diese Bilder vom Dach des Stützpunktes. Tatsächlich, da hinten ein Panzerfahrzeug. Es muss auf eine Mine gefahren sein. Verletzte, Tote vielleicht. Kein Zögern, sie brauchen Hilfe. Aber überall in den Häusern die Geister. So nennen wir die tschetschenischen Kämpfer. Geister, verstehst du? Du siehst sie nicht, aber immer sind sie da. Und dann töten sie dich.
Wagen ist durchgekommen. Ein Schwerverletzter rausgeholt. Du darfst da nicht rüber, das ist freies Feld. Sie werden dich abknallen. Ich bin wie in Trance. Sehe nur noch das flimmernde Bild. Die Zeilen im Sucher. Denke nur noch, du musst das festhalten. Du musst das zeigen. Die Wahrheit. Das, was ist eben. Der Panzerwagen, die Verletzten. Die Druckwelle der Explosion hat sie in den Dreck geworfen. Ein unglaublicher Schlag ist das. Du bist völlig verwirrt im Kopf. Dir wird schlecht. Du bist minutenlang weg. Verwirrt noch Tage danach. Ich habe es selbst erlebt, am eigenen Leib. Und noch heute kommen sie immer wieder, diese Schwindelanfälle und die Übelkeit. Den Namen dieses Mannes habe ich vergessen. Bruder nennen wir uns hier nur. Bruder und nichts sonst. Den Fahrer sind die Beine abgerissen worden, sagt er. Und der Kommandeur hat die Druckwelle voll abbekommen. Mich hat's erst hier erwischt. Es ist merkwürdig. Die Jungs reden immer zuerst vom Kommandeur. Nur der zählt. Und dann erst von sich. Das Ding, sagt er, das unseren Wagen hochgejagt hat, das Ding lag in einer Pfütze. Eine Mine, weiß der Teufel was. Noch einer unserer Wagen hat es geschafft. Sie kommen uns holen. Na los, steigt ein. Aber der Kommandeur steht unter Schock und will nicht weg. Wir sind überhaupt nicht verletzt, schreit er. Sie sind jetzt auf den Dächern in Position, die Jungs. Passt auf, nicht schießen. Das sind unsere, dort auf dem Dach. Haben wir die Lage schon im Griff? Ich renne zurück zu den Marktständen. Bolek ist da, mein Freund. Er hat mich immer gedeckt, während ich drehe. Ungefragt. War einfach immer da. Es war um 3 Uhr heute Morgen, sagte Oleg. Da waren wir auf dem Rückweg in unser Quartier. Und hier auf dem Markt saß ein Junge, ein Kleiner, so 12, 13 Jahre alt. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich war er es, der die Mine in die Pfütze gelegt hat. Sie haben einen. Einer der Geister bekommt ein Gesicht. Hat er geschossen? Ich weiß es nicht. In so einem Moment empfindest du nur noch Hass und den Wunsch nach Rache. Hat er Druckstellen an der Schulter? Vom Rückstoß seines Gewehrs? Der Mann wird wohl im Bunker landen. U-Haft, bis wir ihn austauschen. Vielleicht. Gegen eines von diesen armen Schweinen aus der Armee. Ob das so kam? Keine Ahnung. Ich habe den Mann nie mehr gesehen. Zurück im Quartier. Die Nachricht, dass der Fahrer des Panzerwagens im Krankenhaus gestorben ist. Und immer wieder die Erzählung, was war, Haarklein. Du musst es ständig wiederholen. Nur so hältst du das aus. Dann zeigte uns Igor Komissarov, wie sie eines Morgens ein paar Wochen vorher rausgefahren sind. Vorbei an diesen Hütten. Das Quartier einer anderen Einheit der Sonderpolizei, sagt er. Das musst du dir mal klar machen. Sie kommen an den Stadtrand. Da hinten links das Ortsschild von Grozny. Grozny, sagt Igor Komissarov. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Schreckliche. Unter den Zaren wurde die Stadt gegründet, im 19. Jahrhundert, als die Russen das Land besetzten. Grozny, die Schreckliche. Das sollte Angst machen und den Widerstand im Keim ersticken. Eine Razzia ist geplant, gegen illegale Raffinerien. Dutzende gibt es in der Gegend. Tschetschenen zapfen die Ölpipelines an. Die Fabriken sind primitiv, aber das reicht, um Benzin herzustellen.
Das bringt Geld für den Krieg und für die private Kasse. Im Krieg kannst du alles abschreiben. Das ist hier ein geflügeltes Wort, sagt Igor Komissarov. Widerstandskampf oder Verbrechen, wer kann das noch auseinanderhalten? Der Auftrag ist klar, die Anlagen zerstören. Wer das illegale Geschäft stoppt, stoppt den Nachschub der Partisanen. Und schafft vielleicht Ruhe im Land. Für Jelzin, der die Wahlen gewinnen will. Der Krieg ist längst ungeliebt in Russland. Zu viele Verletzte, zu viele Verstümmelte. Jelzin braucht Ruhe. Ruhe in einem Land, in dem die Ölquellen brennen. Niemand weiß, wer diesen Brand gelegt hat. Seit Monaten der hoffnungslose Versuch zu löschen. Dies ist ein Krieg ums Öl, sagt Igor. Das wird mir erst heute klar. Das Öl Tschetscheniens, das Öl des Kaukasus. Eine Hauptpipeline führt quer durch Tschetschenien bis zum Schwarzen Meer. Ein Lebensnerv. Und wenn Grozny fällt, dann könnte die Russische Föderation auseinanderbrechen. Im Süden, in den Ölgebieten. Undenkbar für Jelzin. Aber das Konzept der eisernen Faust ist gescheitert. Moskau schickt jetzt Sonderpolizei nach Grozny. Wenn erst einmal Polizei die Ordnung herstellt, dann kann kein Krieg mehr sein. Und dann, in Igors Bildern, doch noch ein Aufschimmern von Normalität, von Alltäglichkeit. Sie sitzen im Fass, so nennen sie das primitive Quartier der Presseoffiziere. Eines der seltenen Bilder, die Igor Komissarov selbst zeigen. Den Mann, durch dessen Auge wir diesen Krieg sehen. Vom Kassettenrekorder ein Lied, selbst getextet. Gestern wurde wieder geschossen, singen sie. Und wieder flog die Kugel an mir vorbei. Ich werde also noch ein wenig am Leben bleiben. An der Wand ein Zettel. Im Gegensatz zum Krieg geht das Leben immer weiter. Sechster März. Der Schock. Rebellen in der Stadt. Hunderte, vielleicht tausend und mehr. Sie haben ein tschetschenisches Polizeirevier angegriffen. Zwei Panzerwagen sind schon vor 10 Minuten weg. Hilfseinsatz. Unglaublich. Ich habe das Briefing am Morgen und den Aufbruch der Vorhut versäumt. Zum ersten und einzigen Mal in 52 Tagen. Und deswegen, nur deswegen lebe ich noch. Denn die erste Gruppe ist in eine Falle geraten. Eine tödliche Falle. Der Kampfplatz. Die Schüsse. Keine Übersicht. Keine Meldung über Funk. In Stellung gehen. Warten, was der Kommandeur entscheidet. Hinter der Mauer eine Brücke. Irgendwo 30, 50 Meter tiefer unsere Panzerwagen. Der Weg dort runter ein Himmelfahrtskommando. Aber wir müssen hin, wenigstens raus auf die Brücke. Sehen, was ist. Wir brauchen einen Hubschrauber. Der muss Nebelkerzen schießen. Nebel als Deckung. Ein weißer Schutzschild auf freiem Feld. Aber wir haben keinen Hubschrauber. Eine Entscheidung. Der Kommandeur muss sich entscheiden. Der Hilferuf an die russische Armee. Immer wieder. Verzweiflung. Meldet euch, ihr Wichser. Mein Gott, wo bleibt ihr denn? Pennt ihr denn alle? Meteor für Sturm 32, kommen. Meteor, Meteor, Bure 32, ein technischer Defekt. Absicht. Verrat. Dann die Entscheidung. Mit dem Panzerwagen vor, auf die Brücke. Und dann vielleicht runter zu unseren Leuten. Kommen die Schüsse. Dort, dort unten im Tal. Da verbrennt ein Panzerwagen. Die
Armee hat abgesagt. Keine Hubschrauber. Zu schlechtes Wetter. Jeder weiß, wir müssen da runter. Und jeder weiß, keine Chance. Warten. Stundenlang. Unerträglich. Ich heiße Igor, sage ich. Und wie heißt du? Andrei. Gib mir eine Zigarette, Bruder. Ich komme aus St. Petersburg. Und ihr? Aus Tjumen. Unser Quartier unter Beschuss, zur gleichen Zeit. Bilder, die Sergei gedreht hat, mein Assistent. Kämpfe überall in der Stadt. Angriffe, die unsere Kräfte binden sollen. Ein paar Dutzend Männer schießen zurück. Sie kommen hier nicht weg, aber sie verteidigen das Gebäude, unser Gebäude. Draußen an der Brücke warten wir immer noch. Und dann schlagen wir uns durch zu dem brennenden Panzerwagen. Keine Bilder davon, Probleme mit der Kamera. Aber dann doch noch diese Szene, die Überlebenden. Sieh dir das an, das ist das Blut unseres Kommandeurs. Alles voll Blut, das Blut unserer Kameraden. Stellt euch das vor, sagt dieser Mann. Macht euch das klar, wir konnten niemanden retten. Unsere Munition war fast alle. Nur wir drei sind übrig geblieben und keine Unterstützung. Eine Stunde haben wir gebettet, aber die Armee ist nicht gekommen. Sie haben gesagt, bei diesem Wetter können die Hubschrauber nicht fliegen. Aber wo gibt's denn sowas? Das Wetter ist doch gut. Und die ganze Zeit waren wir allein. Wir schossen zurück, aber das hatte doch gar keinen Sinn. Wir hatten ja gar keine Sicht. Und die Scharfschützen ballern auf uns. Schrecklich, einfach schrecklich. Wir haben unseren Kommandeur verloren. So ein Wahnsinn. Das darf doch einfach nicht passieren. Wir werden verarscht, verheizt. Und diese Schakale, die uns hier als Schilde benutzen, bereichern sich an unserem Blut und fahren ihren dicken Mercedes weiter. Sie sind alle käuflich. Es geht ja nur um die Öldollars. Hör auf damit. Warum? Das ist die Wahrheit. Im zentralen Fernsehen soll das gesendet werden, aber zeige auch, was sie stattdessen senden, dass alles ruhig ist in Grozny. Nur wir drei sind übrig geblieben. Und was haben wir um Hilfe gebettelt? Aber die Armee ist nicht gekommen. Sie hat uns im Stich gelassen. So viele Tote, haufenweise, 5, 6 dicht aneinander. So liegen sie da und wir können nichts tun. Und die Wagen brennen. Aber wir können sie doch einfach nicht liegen lassen, die Jungs und unseren Kommandeur. Vor unseren Augen haben sie gebrannt. Wir waren so nah und konnten sie nicht rausholen. Nimm es auf, zeig das zu Hause. Du musst bekannt machen, was hier geschieht. Ich fühle nichts mehr. Drehe mit der defekten Kamera diese Bilder. Die letzten dieses Tages. Razzia, 40 Kilometer vor Grozny, in einem Dorf. Igor Komissarov zeigt uns diese Bilder, damit wir ihren Auftrag verstehen. Sie sind Polizisten. Und wann immer es ging, sagt er, haben sie getan, was sie tun mussten. Polizeidienst, Fahndung nach Kriminellen, nach Drogenhändlern und Waffenschiebern. Die gab es auch vorher schon, aber der Krieg spült sie halt nach oben. Und nach Partisanen suchen sie. Für die Russen Rebellen, Separatisten, Terroristen. Polizeisprache, die Sprache der Macht. Die meisten Tschetschenen hier wollen den Krieg nicht, sagt Igor Komissarov. Und viele, viele helfen uns. Ein Schuss ist gefallen. Sie stellen einen Mann. Igor Komissarov weiß, dass vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Sieht es, dreht es mit seiner Kamera.
Die Menschen in den Dörfern und Städten tragen die Hauptlast des Krieges und dieser trügerischen Ruhe zwischen zwei Schlachten, die sie in Moskau Frieden nennen. 6 Männer nehmen sie fest. 3 werden schon bald wieder freigelassen, die anderen ausgetauscht gegen russische Soldaten. Ein Geiselgeschäft, wie gehabt. Warum lasst ihr uns nicht in Frieden, sagt diese Frau. Jahrzehntelang haben wir uns abgerackert für die Sowjetmacht. Wir tragen doch keine Schuld. Es rührt uns, sagt Igor Komissarov, aber solche Szenen machen auch Angst. Ein paar Minuten Verzögerung und die Partisanen gewinnen Zeit. Zeit für einen Hinterhalt. Schüsse aus dem Wald. Wieder der unsichtbare Gegner. Wie viele sind es heute? Die Polizeitruppe bleibt in Deckung. Und irgendwann geben die Partisanen auf. Diese Bilder wollte uns Igor Komissarov zuerst nicht überlassen. Tschetschenische Partisanen. Ein furchtbarer Übergriff unserer Polizeitruppe, sagt er. Eine Ausnahme. Solche Szenen aus Grozny sind noch nie gezeigt worden. Igor Komissarov durfte sie drehen, weil ihm seine Kameraden vertrauten. Eure Zuschauer, werden sie uns verstehen, fragt er uns. Wisst ihr, wie das ist, wenn man eben einen Freund verloren hat und dann fallen dir die Mörder in die Hände? Die alte Geschichte, Gewalt zeugt Gewalt. Und jeder auf beiden Seiten schreit, der andere war's, der hat angefangen, ich wehre mich nur. Zeigt die Bilder, sagt Igor Komissarov dann plötzlich entschlossen, zeigt sie. Ich habe Grozny überlebt. Ich habe keine Angst mehr. Siebter März. Wir haben die Nacht bei der Armee verbracht. Konnten nicht zurück. Überall Kämpfe. Ein Leutnant gibt uns 2 schwere Panzer. Gegen höheren Befehl. Hilft uns einfach auf eigenes Risiko. Wir wollen nach Überlebenden suchen und weitere Tote bergen. Es klingt verrückt, aber so ist das. Wir lassen niemanden zurück, holen die Jungs nach Hause. Die Lebendigen und die Toten. Sie haben ein Recht drauf. Der Kampfplatz vom 6. März. Dieses freie, tödliche Feld. Wir haben Minenhunde dabei. Oft verstecken die Rebellen Minen unter den Toten und so erwischen sie noch mehr von uns. Sind Scharfschützen in den Ruinen? Feuerschutz. Und dann los. Das Ziel vor Augen. Nicht mehr denken. Einfach los. Überlebenden. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Продолжение следует...
Der nächste Abend. Noch immer bei der Armee. Ein Zelt. Unsere Unterkunft. Wodka. Unser Mittel, um zu vergessen. Trost. Medizin. Die Droge, die wir zum Überleben brauchen. Wir stoßen immer viermal an. Zweimal auf uns, das dritte Mal auf die Toten und das vierte Mal darauf, dass morgen niemand auf uns trinken muss. Der 9. März, die Rückfahrt ins Quartier. Mit der defekten Kamera drehe ich die letzten Bilder dieses Einsatzes. Vorneweg ein Panzerwagen, der uns Deckung gibt. Er legt eine Nebelwand, ein weißer Schleier, der sich schützend über die Kolonne senkt. Erinnerung. Erinnerungen an Gewalt und Tod. Mein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, meine Wahrheit. Und dazwischen plötzlich ein altes Bild. Grozny vor 16 Jahren. Als junger Kadett war ich schon mal hier. Damals, an meinem letzten Abend, in einer schäbigen Kneipe luden mich Leute ein. Tschetschenen. Ich aß und trank, bis ich nicht mehr konnte. Am nächsten Tag am Bahnhof traf ich einen aus der Kneipe wieder. Einen Blumenverkäufer. Der gab mir einfach einen Strauß. Für deine Mutter, sagte er, oder für deine Freundin, wie du willst. Grüße sie von uns aus Grozny. Das ist eine wahre Geschichte. Der Krieg ist halt ein Krieg, heißt es im Lied. Soldaten träumen nachts von ihren Müttern. Der Krieg, der ist ganz anders als im Film, ist wie ein Fluch. Die Mädchen warten immer noch. Комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат.